BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Ja, gegen Monaco hat es leider nicht gereicht in der Champions League, aber unser Blick geht natürlich nach vorne. Das nächste Bundesligaspiel steht auf dem Programm. Wir spielen bei Borussia Mönchengladbach. Alles dazu in eurem Feiertagsmagazin. Über Gladbach Richtung Königsklasse. Der Kampf um Platz 3. Der BVB will wichtige Punkte holen. Über Ostern zu Gast. Marco Reus macht in den Ferien einen Überraschungsbesuch. Über Zustand, Ziele und Zukunft. Unser Sportdirektor bei Nobby auf der Couch. Ja, Michael, schön, dass du die Zeit gefunden hast, wieder mal zu uns zu kommen, zum Feiertagsmagazin. Aus aktuellem Anlass, der vermeintliche Täter der Sprengstofftat scheint gefasst zu sein. Was hast du heute Morgen gedacht, als du das mitbekommen hast? Ja, in der Tat, eine sehr hektische Zeit. Es passiert sehr viel im Moment gleichzeitig. Ja, wir müssen im Konjunktiv bleiben immer noch, aber es spricht sehr viel dafür, dass diesmal der Richtige gefunden wurde. Dafür natürlich auch unser aller Dank an die Ermittler. Mein erster Gedanke heute Morgen war, aus den Gesprächen, die wir jetzt auch in Monaco wieder geführt haben mit unseren Spielern, dass, glaube ich, ja, eine Erleichterung zu verspüren ist, dass es vielleicht in der Verarbeitung dieses Anschlags hilfreich ist und gut zu wissen, dass wer es war, warum es getan wurde und dass derjenige dann am Ende natürlich auch gefasst wird und am Ende dann auch verurteilt wird. Ja, in welcher Krankenwelt leben wir, wenn einer auf fallende Kurse Menschenleben opfern würde oder dieses Risiko eingeht? Ja gut, aus welchem Grund, Norbert, ob es jetzt ein terroristischer Anschlag war, das ist genauso krank und kriminell wie hier reine Habgier. Ich meine, dass die Welt immer verrückter und kränker wird, das ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis von uns beiden, glaube ich. Das müssen wir leider einfach konstatieren. Wir müssen damit leben, wir müssen damit umgehen. Wie gesagt, aber heute, glaube ich, ist trotzdem, wenn es denn so kommen sollte, ein guter Tag. Ich weiß auch, dass die Mannschaft sich explizit bedanken möchte bei der Polizei, auch bei der Dortmunder Polizei, die in den letzten Tagen nach dem Anschlag auch die Familien und die Häuser der Spieler auch beschützt hat und aufgepasst hat. Das ist auch ein Anliegen, insbesondere von Marcel Schmelzer, der das geäußert hat. Wir müssen einfach uns so zurechtfinden, wie es ist. Hoffen wir, dass wir schnellstmöglich die Nachricht kriegen oder dass der Täter gefasst wird und auch bewiesen ist, dass er es war. Jetzt sind wir gegen Monaco ausgeschieden. Ist das Viertelfinale nach den Vorkommnissen überhaupt noch sportlich zu bewerten? Nein, also ich weigere mich diese Spiele rein sportlich zu bewerten. Wir können natürlich sagen, und das muss man auch sagen, das hat man gesehen, dass wir einfach in den Spielen nicht unsere Top-Leistung gebracht haben und ich sage auch nicht bringen konnten aufgrund der Vorkommnisse, dass wir einfach sehr untypisch viel zu viele individuelle Fehler gemacht haben in diesen Spielen. Wenn man sich die Gegentore anschaut, dann haben wir jede Menge Assist-Punkte letztendlich auch gesammelt und geliefert. Und deshalb sage ich, es ist extrem schade natürlich, weil diese Spiele genau jetzt in diese Wochen oder in diese Woche gefallen sind. Eine sportliche, rein sportliche Bewertung verbietet sich. Jetzt sind wir in die Champions League Saison gegangen mit einer recht unerfahrenen Mannschaft. 10 Spieler haben noch nicht einen Champions League Einsatz gehabt. Wie siehst du die Leistung vor diesem Hintergrund, das Erreichen des Viertelfinales? Ja, ich glaube, das ist ohne Wenn und Aber als extrem positiv zu bewerten. Ich glaube, die Mannschaft hat hervorragende Leistung gerade in der Champions League gebracht. Ich erinnere an die Gruppenphase, die wir vor Real Madrid abgeschlossen haben. Ich erinnere hier an das Heimspiel gegen Benfica Lissabon, was ein rauschendes Fußballfest war.
Also mit der Champions League können wir 100% zufrieden sein. Hätten wir die Leistung in der Champions League auch in der Bundesliga so durchgehend gebracht, ging es mir ein bisschen besser und wäre mir wohler, um ehrlich zu sein. Die Champions League war überragend. Wie gesagt, im Pokal haben wir auch unsere Hausaufgaben gemacht, haben jetzt die große Aufgabe bei Bayern vor uns. Aber in der Liga würde ich noch gern einen Platz krabbeln nach oben. In dieser Saison sind wir raus aus der Champions League, aber wir wollen natürlich wieder rein in die Champions League, ganz klar. Dafür brauchen wir allerdings noch das eine oder andere Pünktchen. Endstation Monaco. Die schwarz-gelbe Königsklassenfahrt am Mittwoch leider vorzeitig vorbei. Die Road to Cardiff endet an der Côte d'Azur. Allerdings das Thema Champions League für diese Saison noch lange nicht erledigt. Im Bundesliga-Endspurt gilt es, die erneute Qualifikation für Europas Elite zu schaffen. Der nächste Schritt soll in Mönchengladbach erfolgen. Mit gutem Omen. Die Borussen-Duelle unter BVB-Coach Tuchel stets eine klare Angelegenheit. 3 Siege, 11:2 Tore. Ein Dreier am Samstag und im Idealfall wird Platz 4 bereits abgesichert und Rang 3 erobert. Die direkte Champions League Quali, das erklärte Ziel. Denn auf solche Bilder wollen wir auch in der kommenden Spielzeit ganz sicher nicht verzichten. Ja, die Gladbacher unter Dieter Hecking wieder so einigermaßen in der Spur. Im Hinspiel haben wir 4-1 gewonnen. Was erwartest du am Samstagnachmittag oder Samstagabend für ein Spiel? Ja, natürlich ein sehr schwieriges Spiel. Hängt auch mit unserer Situation zusammen. Wir haben auswärts in diesem Jahr nicht so ganz viele Bäume ausgerissen. Das müssen wir ganz ehrlich mal konstatieren. Darüber hinaus haben wir jetzt wirklich auch die Monaco-Spiele in den Beinen und auch in den Köpfen natürlich. Gladbach wird deutlich frischer sein, haben allerdings auch am Dienstag eine schwierige Aufgabe, wollen auch das Pokalfinale erreichen, wir am Mittwoch vor der Brust. Wir müssen, heute Nachmittag ist ja nochmal Abschlusstraining, wir müssen dann nochmal schauen, wie es aussieht. Marco Reus ist jetzt durchgegangen in Monaco, ob er uns zur Verfügung steht, wie einfach auch jetzt die Liste ist der Spieler, die vielleicht ausfahren oder auch mal eine Pause brauchen. Und trotzdem werden wir eine gute Truppe auf den Platz kriegen und natürlich versuchen, dort ein gutes Ergebnis zu erzielen. Borussia gegen Borussia, immer spannend. Genau. Den vierten Platz haben wir so gut wie sicher. Der dritte wäre allerdings, denke ich, für dich auch sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen im Hinblick auf die Planung für das nächste Jahr, ne? Ja, das ist einfach auch unser Anspruch und wir sind ja nicht ein Verein, der jetzt alle 3 Wochen seine Saisonziele verändert, nach oben oder nach unten schiebt, sondern es war von Anfang an unser Saisonziel, wieder in der nächsten Saison in der Champions League vertreten zu sein und das natürlich auch durch die direkte Qualifikation. Ich denke, dass es auch noch möglich ist. Wir haben ein Heimspiel mehr als Hoffenheim, nämlich genau das hier gegen sie zu Hause. Im Moment scheint Leipzig etwas entrückt zu sein, haben aber auch noch schwere Auswärtsspiele vor der Brust. Also es ist noch möglich für uns und wir werden natürlich alles daran setzen, am Ende Dritter zu sein, damit wir auch natürlich Planungssicherheit haben, dass wir wissen, es geht ja, nach London, Madrid, Barcelona und nicht nach Krasnodar. Da, wo wir gerne hin wollen. Da, wo wir hin wollen, genau. Die laufende Saison ist eine Umbruchsaison. Was können wir denn im nächsten Jahr von unseren jungen, wilden, super talentierten Spielern erwarten? Was erwartest du? Ja, zumindest haben sie in diesem Jahr viel Erfahrung gesammelt auf allerhöchstem Niveau
und vor allen Dingen auch kennengelernt, was es heißt, Mittwoch, Samstag immer Top-Leistungen abzurufen und eigentlich auch kein Spiel zu haben, ja, dass man mal eben so angeht, weil in der Bundesliga geht das nicht. Wir haben das leidvoll selbst in Darmstadt erfahren müssen, weil das sind Punkte, die fehlen dir am Ende. Und genau das ist unsere Situation. Und das ist natürlich dann eine neue Situation im nächsten Jahr. Da sind wir ein Jahr weiter. Da ist ein Ousmane Dembélé hat das kennengelernt, Guerrero hat das kennengelernt. Ich weiß nicht, habe ich jetzt, Christian Pulisic hat auch noch nicht so viele englische Wochen absolviert. Und das ist natürlich eine Situation, die uns im nächsten Jahr helfen sollte. Darüber hinaus mit Ömer Toprak, einen sehr erfahrenen Spieler, verpflichtet. Und Moda Hut von Borussia Mönchengladbach ist auch jemand, der diese Doppelbelastung jetzt auch schon kennt, obwohl er noch sehr, sehr jung ist. Ja, ein Spiel jagt das nächste, aber auch abseits des Platzes war richtig viel los bei unserem BVB. Große Aufregung in der Mittagspause. Marco Reus hat in den Osterferien die BVB-Fußballschule besucht. Unsere Nummer 11 sorgt für unzählige leuchtende Augen, beantwortet Fragen und steht selbstverständlich für Fotos und Autogramme bereit. Der Besuch von Marco, ein echtes Highlight für die Talente. Der Platz der kleinen Kicker, das alte Trainingsgelände am Rabenloh, wird derzeit komplett umgebaut und modernisiert. Ein neuer, größerer Kunstrasenplatz sorgt demnächst für beste Bedingungen beim Kicken. Zudem wird es eine kleine Tribüne geben, von der aus Eltern ihre Kleinen beobachten können. Bis dahin wird Walter fleißig trainiert. Einen unvergesslichen Trip an die Côte d'Azur erleben die beiden Gewinner des Opel-Moments. Bereits vor dem Spiel steht einiges auf dem Programm. Bei bestem Wetter geht es mit Nobby im Cabrio durch Monaco. Den ganzen Opel-Moment seht ihr in der nächsten Woche auf BVB Total. Ja, wir haben es gesehen, Marco Reus ist beliebt bei den Kleinen, eventuell, weil auch er... Auch keine neue Erkenntnis. Nicht so ganz neu, das stimmt. Eventuell auch, weil er, wie du, natürlich ein waschechter Dortmunder ist. Im Hinspiel hat er 3 Tore vorbereitet. Wie wichtig ist er für das Team oder vielleicht sogar für die Fans als Identifikationsfigur? Beides extrem wichtig. Ich glaube, unsere... Wir reden ja jetzt von Marco. Ja, ja. Ja, ich dachte, du bist doch die Idee. Nein. Auch, natürlich. Marco ist in jeder Hinsicht ein wichtiges Aushängeschild von uns, vom Borussia Dortmund, aber auch für die Mannschaft. Du kannst das, wenn du nah dran bist, kannst du es wirklich fast fühlen, dass die Mannschaft ein gutes Gefühl hat, wenn er fit ist, wenn er auf dem Platz steht. Er ist auch ein Schnellstarter, muss man sagen. Er kam ja aus der Verletzung sofort auf den Platz gegen Eintracht Frankfurt, 45 Minuten gespielt, Tor gemacht, tolle Leistung. Er hat jetzt auch in Monaco eine ordentliche Leistung gebracht. Und er ist für uns eminent wichtig und natürlich, und das sage ich auch gerne, auch als gebürtiger Dortmunder, ich habe natürlich so viele Spieler wie möglich, die aus der Umgebung kommen. So viele Burschen wie möglich in unseren Reihen. Hoffentlich bleibt ihr uns alle lange erhalten bei unserem geliebten Verein. Jetzt geht's am Mittwoch weiter. DFB-Pokal gegen Bayern München. Das gewinnen wir, oder? Ja, klar. Nein, sehr schwierige Aufgabe. Leider eben ein bisschen Lospech gehabt mit dem Spiel in München. Ich finde, Bayern hat Lospech. In der Bundesliga müssen wir eigentlich auch konstatieren, waren wir relativ chancenlos in dem Spiel. Dass sie jetzt in Madrid ausgeschieden sind, macht es auch nicht einfacher für uns, was die Konzentration und Fokussierung auf dieses Spiel angeht. Aber es ist eine ähnliche Situation, wie wir schon mal, glaube ich, vor zwei Jahren war es, genau. Ja, also wir können auch dort gewinnen, brauchen natürlich eine Top-Leistung und auch ein bisschen Glück, das brauchst du in München immer. Sie haben jetzt auch den einen oder anderen Spieler, der vielleicht nicht dabei sein wird und insofern, wir werden dort auch alles versuchen, trotz der Belastung in der Liga und der weiteren Herausforderungen in der Liga, weil
du hast halt die Chance, in ein Endspiel zu kommen und dann ein Endspiel mal nicht gegen Bayern zu haben. Das ist schon, wäre schon ein großes Ziel. Zum vierten Mal hintereinander, das hat noch nie einer geschafft. Genau. Also über München wollen wir nach Berlin. Das war's schon fast. Jetzt gibt's wieder den berühmt-berüchtigten Zweikampf, Nobby gegen Michael. Tor oder kein Tor. Diesmal ich hab das letzte Mal schon gewonnen, glaube ich, oder? Nee. War unentschieden, ne? Szenen ausgesucht gegen Mannschaften, die 1900 gegründet wurden. Gut. Also können ja Redaktor nicht so ganz... lässt sich immer wieder was Neues einfallen, damit ich mich nicht vorbereiten kann. Fällt mir der aktuelle Gegner auch direkt ein, ne? Wer war denn das mit dem Kopf? Emma? Das ist Wosab, das siehst du doch. Und ich höre auf. Und die spielen aber auch gegen... Haben wir da weiße Trikots an? Das ist, dann spielen wir, kannst du nur gegen Alemannia Aachen spielen. Weil die haben ja auch schwarz-gelb, Norbert. Das stimmt, das kann natürlich sein, dass wir da wechseln müssen. Aber das ist uns mir jetzt im Moment auch ziemlich egal, weil ich nicht weiß, ob der rein oder, oder nicht reingeht. Ja komm, mach doch jetzt keine Doktorarbeit daraus. Ja, okay, dann geht er rein. Rein. Sieht man doch wieder. Tickt nur ganz kurz auf. Nee. Och, komm. Wir sind Experten, ne? Oh. Gut, weiter. Oh. Immer noch unentschieden. Ich muss das sagen. Ja, ich sag Tor. Ich glaube, der geht nicht rein. Komm da noch dran. Haben wir doch schon an der Flugbahn des Balles. Das ist, muss Ronny Hellström muss das sein. Und Manni drehte das Ding rein. 1-0. Ist das Fleming Pausen? Ja. So viele Tore hat der liebe Fleming ja nicht gemacht, so gerne ich ihn. Ja, und wenn der, den, das hätte ich in Erinnerung. Ich sag kein Tor. Ich sag Tor. Eins, eins. Wie immer, schiedlich friedlich. Der ewige Capitano. Okay. Ja, wir sehen es hier. 44-39, der neue Zwischenstand. Schiedlich friedlich. Haben wir uns getrennt, wie sich das als klarer Heimvorteil gehört. Ganz klar. Ja, wir drücken die Daumen, dass ihr morgen mit etwas aus Gladbach zurückkommt. Am besten natürlich mit 3 Punkten. Ihr zu Hause. Drückt unseren Jungs die Daumen, dass die wahre Borussia dieses wichtige Spiel gewinnt. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, macht's gut. Und nochmal vielen Dank, Michael, dass du gekommen bist. Gerne. Danke. Tschüss.